Investoren können über einen Linus-Fonds ab 50.000 Euro durch im Grunde ein spezielles Vehikel, das wir aufgesetzt haben, das dann in diesen Fonds investiert, partizipieren und dadurch auch an den unterliegenden Renditen und dann auch den unterliegenden Assets teilhaben. Wir haben momentan zwei Partnerfonds in der Pipeline. Einmal einen deutschen ESG-fokussierten Value-Add-Fund und einen Special Situations-Fund, der europäisch investiert. Es gibt drei große Vorteile gegenüber offenen Dachfonds, wie man sie aus dem deutschen und europäischen Markt kennt. Einmal sind es die Halteperioden und Investmentstrategien, dann die Kostenstrukturen und zu guter Letzt auch die Investment-Expertise. Die Halteperioden und Investmentstrategien sind ein ganz wesentlicher Punkt. Offene Fonds müssen, weil sie liquidiert werden können, echt hohe Cash-Reserven vorhalten und müssen auch in Strategien investieren, die sehr liquide sind, um Abzüge aus den Fonds abfedern zu können. Damit einhergeht aber natürlich auch, weil es eben sehr liquide Investments sind, weniger Rendite. Das ist bei den Angeboten, die wir haben, nicht der Fall. Dort können die Fondsmanager langfristige Strategien fahren, aus denen sich attraktivere Renditen ergeben. Zweitens die Kostenstrukturen. Im privaten Bereich, in dem wir unterwegs sind, da sprechen wir normalerweise eher von kleineren Investmentteams, die aber mit wenigen institutionellen Anlegern zusammenarbeiten und das auch in eine kosteneffizientere Art und Weise, vor allen Dingen aus dem Vertrieb resultieren, das machen können als offene Dachfonds, wie man sie sonst kennt. Und zu guter Letzt, wenn man sich einfach die Performance anschaut, sind es meistens die privaten Private Equity ähnlichen Fonds im Immobilienbereich, die attraktivsten Renditen erwirtschaften.